werden mit allem fertig. Mit dem Bauch voller Mehl wäre mir wahrscheinlich nicht mehr. Ich grüße euch. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Faringer. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürfen daran interessiert sein. Hm? Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab? Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Ah, der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturzhügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, Faringer, wenn ihr es entziffert habt. Faringer, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringer den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen.
Ich sollte mitkommen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Did I just hear correctly? The Jarl wants you to go and fight a dragon. Please tell me you're not actually considering it. Denn wir sind die Kinder der Menschheit. Und wir werden Himmel wie auch Erde besitzen. Und wir. Meine Dame, habt ihr eine Familie, ihre wichtig ist? Aber wir können uns das nicht leisten. Hallo, Kind von Kynan. Herzgeborener, gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun. Die Lage ist folgendermaßen. Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Was sind wir dran? Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Yes. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? He did say he was missing his court. Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand by the way, but you need to work on your routine a little. I don't think there's a Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Wir sind gleich mausetot. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Going around people's pockets looking for valuables, huh? Well, make sure you don't grab the wrong valuables. And you may get arrested for touching someone indecently. Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Die Wachen im Drachenfest behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von
Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen, stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Just wait till I tell people that a true hero slayed a dragon. Although you couldn't have done it without me. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? So you're good at piercing people with your bow and arrow, huh? Well, make sure you don't go penetrating me. I mean, with an arrow, of course. Was gewaltig ist, was für ein Schrei, wie die Graubärte auf ihrem Berg.
kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Die? Gut. Ihr seid endlich hier. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Lasst ihr habt den Waffen Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochotga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Wir können uns niemals ausruhen. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? Es auch nicht. So fähig sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Lasst eure Waffen in Anwesenheit des Jarls stecken. Ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Wie viele Spione, Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Geht nicht zu hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrotga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das?
Hochrotka ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrotka. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Denn Balgroufs Feinde. Ja, mein Herr. Auch nicht. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr euch zum Kauf des Hauses entschieden habt. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Geht voran. What's the deal with that house call the Jarl just gave you? She doesn't look much to me. I could outmatch her in terms of combat. Looks and just about anything, really. I don't know what you could possibly see in her. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmnette unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Kriege. Ich helfe meiner Mutter dabei. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel ade und alles, was stört, wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel sein Ulfric.
Mama? Heute Abend werdet ihr die Bude gründlich scheuern müssen. Ist wieder viel verschüttet worden. Und kommt natürlich, Mama. Soll ich heute Abend etwas Besonderes für euch singen, schöne Maid? Nicht jetzt, ich arbeite. Ach, immer müsst ihr arbeiten. Wieso würde ich wohl sonst so viel Zeit hier verbringen? Mikael ist ein richtiger Singvogel. Vielleicht ist ja er der Grund, weshalb ihr ständig hier seid. Ja, der Barde hat Talent. Sicherheitslage im Eislauf ist furchtbar. Eine Schande ist das, was ihr an ihm bewundert. Ach, Jon, mein Lieber. Ihr wisst doch, dass ihr... Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? ...seid, der mir etwas bedeutet. Hallo. Armes Mädchen. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Ah.